Ja, guten Morgen miteinander. Ja, ich wollte euch heute mal meine Rocket vorstellen, weil ich habe jetzt lange rum gemacht, ob ich mir die kaufen soll oder nicht, aber nicht weil sie nicht gut ist, sondern weil mich der Preis einfach ein bisschen abgeschreckt hat von, sage mal, ein bisschen Zubehör, sind wir da gleich bei 25.000, 26.000 Euro und das ist halt auch schon einiges für ein Geld für so ein Motorrad. Ich bin vorher Speedrepeat-Fahrer und wollte halt unbedingt, war mit der top zufrieden. Wollte aber unbedingt wieder bei meinem Nuggetbike bleiben. Und das ist so eigentlich der größere Bruder von der Speedrebel, hätte ich mal sagen. Die geht noch richtig gut durch Kurve, hat alle Assistenzsysteme, was man sich so vorstellen kann, ob man es braucht oder nicht, ist da hingestellt. Aber ich sag mal, mit 2,5 Liter Hubraum und knapp 170 PS, da bist du richtig gut bedient. Man sitzt wirklich richtig gut da drauf. Das Ding lässt sich richtig entspannt fahren. Und auch schnell, wer es kann, ist also wirklich absolut genial. Auch mit dem dicken Reifen hinne von 240 ist überhaupt kein Problem. Also wirklich, ich bin total begeistert, wirklich. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, fahrt das Motorrad oben. Und man muss auch wirklich nicht mehr viel ändern, gell? Ich habe mir jetzt noch ein paar LSL-Hebel verpasst und den hintere seitliche Kennzeichenhalter, weil das einfach über dem Rad nicht ganz so schick ist. Dann von Wunderkind die kleine Blinker, gell, die macht ja eigentlich, die machen eigentlich alle ran. Und dann bist du eigentlich schon, dann bist du eigentlich schon fertig fast, gell. Ein bisschen was schwarz lackiert da haben, gell, ein bisschen Auspuffblende, Fender und so ein bisschen schwarz matt macht nur, dass es ein bisschen schicker noch kommt. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, ist es wirklich richtig, richtig gut zum Fahren, das Motorrad. Und man kann auch wirklich entspannt fahren, man kann aber auch wirklich schnell fahren damit, im Gegensatz zu einer Harley. Ich will jetzt die Harley-Menschen da nicht verärgern, gell? Aber im Gegensatz zu einer Harley, wenn man hier halt ein Brembo bremst, erster Güte, wo vorne und hinten mitbremst, man hat hinten einen 4-Kolben-Bremssattel, das ist ja, das habe ich noch gar nicht gesehen, wenn man Motorrad hinten, gell? Ein 4-Kolben-Bremssattel hinten und wie gesagt 170 PS und das Fahrwerk ist alles eigentlich richtig gut aufeinander abgestimmt, wirklich richtig, richtig gut macht. Also ich kann euch nur empfehlen, fahre dieses Motorrad mal Probe. Das ist der Wahnsinn, also wirklich, das ist echt der Wahnsinn. Und man kann da wirklich halt auch, man ist richtig gut unterwegs, auch sicher unterwegs, finde ich. Gell? Man hat natürlich Fahrtwind, ganz klar, aber das gehört dazu. Und ich sag mal, das ist jetzt bei 220 abgeriegelt. Da muss ich sagen, das stört mir ein bisschen, aber das kann man, glaube ich, ändern lassen, wer will. Aber jetzt so in die Kehre und so, muss ich echt sagen, da sitzt nicht gleich auf. Man kann da richtig, richtig fett rein und ich kann es euch wirklich nur sagen, wenn man sich mal sieht und wirklich Wahnsinn das Motorrad. Also das war eigentlich das, was ich euch sagen wollte. Kommt ein kurzer Auspufftest. Natürlich, was ich vergessen habe, Keyless Go. Natürlich, ja, super Sache, gell? Schlüssel immer in der Tasche. Das ist halt geil. Ja, 99 dB, ganz schön viel, aber ich muss sagen, ist eigentlich ganz angenehm laut, muss ich echt sagen, also ist okay, gell. Wer natürlich jetzt einen Auspuff will, gibt von Zart einen für 2.500, stolzer Preis, aber eigentlich ein guter Auspuff, aber natürlich auch ein stolzer Preis.